Ja, herzlich willkommen, liebe Fishing Planet Freunde. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ich die Dollywaden fange. Ich benutze dazu die Brutus 360, die Xperia Doppelpunch 6500 mit dem birnenförmigen Schwimmer. Haken 4.0 und China. Die Tiefe stelle ich auf ungefähr 90 cm ein. Unser Einstieg wird hier Angeln in Mittelerde sein. Ich begebe mich jetzt ganz ans Ende vom Steinfeld. Dieser Fels ist ziemlich wichtig, weil der unseren Köder gleich bremsen wird, indem wir ungefähr 10 Meter hinter diesen Felsen werfen. Ja, leichter gesagt als getan. Ah, jetzt. So, holen wir etwas ran. Jetzt brauchen wir etwas Geduld. Jetzt zupft was und da haben wir schon die erste. Wir haben eine in Trophy-Größe. Ich hoffe, dass ich euch noch zeigen kann, dass hier auch gut die Unis gehen. Ich gehe noch mal ein Stückchen vor, so dass ich diesen Felsen vor mir habe.
Wie bei vielen muss man halt bei der Pose etwas Geduld mitbringen. Und da ist die nächste. Ebenfalls eine schöne Trophy. Ich bitte um Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Da haben wir schon die nächste dran anscheinend. Das fühlt sich so an, als wäre es eine schöne Uni. Jawohl, da haben wir die einzigartige Dolly Varden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ja, die Zeiten für die Dolly Varden nenne ich euch noch. Das ist bei Mixwetter von 5 bis 7. Bei Wolge ist das von 5 bis 8. Ja, ich würde jeden die Brutus empfehlen, da die Dolly Varden bis 11 Kilo werden kann, über 11 Kilo werden kann. Und ihr habt gesehen, sie hat ganz schön gezogen. Ich wünsche euch dann viel Spaß, bis bald. Euer Schlammbeißer, ciao.